Meister Shi. Ja, willkommen zu Scrum. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon... Der poppt Filter hier, das hab ich mal in den letzten Videos gemerkt. Der poppt überhaupt gar nicht weg hier. Schlimm. Ich will gerade fragen, ist das so ein Gewehr? Aber gut, dann gehen wir halt mal ein bisschen angeln. Ja, das neue Update hat ja unter anderem Handabschürfung gebracht, ne? Also, jedes Mal, wenn du hier jetzt zum Beispiel den Schrank öffnest, gehst looten oder sowas, fördert das die Handabschürfung. Ich habe gestern Abend hier auch noch eine Handabschürfung gehabt und musste 10 Minuten lang still rumsitzen, weil die Pfoten geblutet haben. Einfach nur, weil ich Schränke geöffnet habe. Hä? Oh. Ah, das ist am Anfang immer so, ne? Die bringen irgendwas Neues rein, wie die Fußabschürfung. Du bist jetzt 10 Meter gelaufen und schon haben die Füße geblutet, als ob du 2 Marathons barfuß gelaufen bist. Das ist unglaublich. Jetzt genau dasselbe haben sie jetzt auch gemacht. Das werden sie sicherlich auch noch balancen müssen. Ja, deswegen habe ich jetzt auch Handschuhe gesucht. Natürlich jetzt hier im warmen Süden eine ziemliche klägliche Geschichte, wenn ich da mit Handschuhen rumrennen muss. Es gibt ja verschiedene Arten von Handschuhen, ne? Die fingerlosen Handschuhe, die Einsatzhandschuhe, die Einmalhandschuhe, ne, so die Hygienehandschuhe und sowas. Muss man mal schauen, ne? Das. Nur Gartenhandschuhe haben sie nicht. Unfassbar. Dafür, dass du ja gärtnern kannst, hast du keine Gartenhandschuhe. Aber es gibt Handschuhe zum Bauen. Und ich habe immer gemerkt, hier, weil ich das gerade sehe, in der Garage ist neuerdings ein Haufen Geld. Die Loot-Prinzessin ist auch gleichzeitig eine sehr geberische Mumie. So, jetzt finden wir hier natürlich vermehrt auch Motorradhelme, weil es ja hier auch das neue Motorrad, also das neue alte Motorrad gibt, ne? Ich habe bis jetzt noch keins gefunden. Ich habe extra auch mein Server-Settings, die Datei wieder gelöscht. In der Hoffnung, dass es nicht so ist wie beim letzten Mal, dass keine Autos gespawnt sind. Weil die Server-Settings in ihnen nicht aktualisiert wurde beim Update, ne? Das macht das Ding nämlich nicht. Es fügt zwar Dinge hinzu, aber es macht andere Dinge nicht weg. Also Dinge, die da zum Beispiel gar nicht mehr reingehören, ne? Und dann musste das halt alles nochmal löschen. Mit der Hand. Nicht so geil. Aber notwendig. Ne, da, ich habe jetzt auch nicht so viel Einstellungen in der Server-Ini gemacht, ne? Ich habe den Looten ein klein wenig erhöht. Und auch die Tageszeit ein bisschen angepasst. Hier geht die Zeit langsamer vorbei als standardmäßig. Oh, Schokolade. Ich hab keinen Platz mehr. Und die Sonne geht eher auf. Ja, und es ist natürlich das reingekommen, was ich im vorletzten Video ja schon orakelt habe. Nämlich, dass man jetzt für Treibstoff Geld bezahlen muss. Natürlich hatte ich wieder recht. Das ist ein Fluch. Ja. Ja, ich irre mich auch, aber in dem Fall hatte ich halt recht gehabt, ne? Das ist ja auch immer mal wieder so umhergegeistert. Ja, mit einer Pistole alleine. Ich glaube, das wird, naja. Wie viele Schüsse haben wir denn, meine Sonne? Weil mein Gewehr, das liegt jetzt im Auto. Oh, 16 von 19. Da unten ist nämlich ein Boot. Naja, das habe ich gestern Abend dahingestellt. Die Boote haben sie ja immer noch nicht. Also das Boot, was drin ist, haben sie immer noch nicht neu gemacht. Null. Sag mal, bist du aber schnell hier. Und tschüss. Sag mal. So. Hier ist ein Fischlein. Nee, hier ist kein Fischlein. Sieht auch so aus. Egal. Wir werfen mal unseren langen Klotz hier rein. Und klopp rein hier, die Inge. Jetzt hab ich ja Köder dran. Hab verschiedene mit. Ich hab gar keinen dran. Na, da passiert euch nichts. Obwohl, manchmal beißen sie auch. Fische sind nicht die schlauesten.
So, jetzt nehmen wir mal einen Käseköder. Frisch vom Fuß abgeschabt. Das schmeckt fischies. Obwohl, ich habe eure Boot mit. Ich könnte ja immer ein Stückchen rausfahren, hä? Was heißt denn, ich habe ein Boot mit? Ob ich das in der Handtasche habe? In der Handtasche. Was ich auch natürlich kacke finde, in Zeiten der Diversität. Wieso darf ich als Mann keine Damenschuhe anziehen? Das ist ja unfassbar. Das geht überhaupt nicht. Oh Gott. So, was haben wir hier? Birnenkompott. Ja, das steht hier schon seit Ewigkeiten rum. In der Sonne. Und gut. Ich habe okay Platz mehr hier. Also was suche ich jetzt überhaupt hier? Oh, ich habe Durst. Jetzt haben wir gleich wieder Platz. Da trinke ich jetzt mal das aus. Füllen mit Grapefruitsaft. Ja, so ein Mischgetränk, hä? Das war natürlich auch nicht schlecht. Der kleine Chemiker in mir ist begeistert. Der große Chemiker winkt nur würdelos ab. So, jetzt kann man die Pulle herstellen. Ich habe bei Steam mal gelesen, weil er da immer mal so ein bisschen Mimimi ist. Oh, ein Speer. Ob man den auch im Wasser benutzen kann? Übrigens, in manchen Garagen sind ja jetzt auch solche Schränke. Oh, die dicke Angelrolle. Ach ja, meine Einsatzhandschuhe. Ich rüste die mal aus, nicht, dass wir wieder Aua kriegen. Ich sag doch, der Mimi-Balken hier, der ist viel zu winzig. Der muss viel größer gemacht werden. Das sehe ich gerade mal hier. Und jetzt haben sie hier Kontostand und Ruhmpunkte. Das haben sie wieder auf der anderen Seite geschubbelt. Ich könnte jetzt das Boot auftanken. Das kostet hier natürlich auch Geld. Wo ist denn das Boot hin? Das Boot ist weg! Ich habe das gestern Abend hergestellt. Ich habe das hier hergestellt und aufgetankt. Eigentlich darf das nicht die Spawn, wenn ich da drinnen gesessen habe. Na, jetzt haben wir Autos noch da. Na, das ist ja ein Scheiß. Wieso verschwinden die Boote wieder? Nicht, dass das hier wieder so kacke ist wie das eine Mal. Dass da hier auch der Autos verschwinden. Ich hatte gestern schon fatal Error gehabt. Wollte meine Verkaufskiste rausholen. Schwupps. Fatal Error. Zum Glück war die Kiste dann beim neuen Einlocken. War sie noch im Auto gewesen. Ist das Boot weg? Wer klaut denn hier Boote? Immerhin, ein Hauch von Physik. Ne, warte mal, ich will das mal in so eine Puppi reinstecken. Ja, als Mann will man immer lange Sachen in irgendwelche Puppis reinstecken. Jetzt ist das Bildfleck. Das ist unglaublich. Ja, hier liegt auch manchmal eins. Oder inzwischen ist ein Auto da. Oder ein Motorrad. Dass deswegen das Boot weg ist. Uga, uga. Wow, Motorrad. Wobei, ich kann jetzt mit dem Motorrad auch nicht anfangen. Ich würde auch gerne mal wissen, was kriege ich dafür, wenn ich es verkaufe? Wir haben gestern mal geguckt, ne? Das kostet ja über 40.000. Oh, jetzt. Komm her, ja. Ach du Scheiße. Oh, die hat's in der Seite drin, die Schnulle. Ja, das ist noch nicht mal blutig, hä? Mache Knochennadel draus. Ja, was ich vorhin erzählen wollte. Ja, bei Steam gibt's ja immer so noch ein bisschen Mimimi. Ja, wann kommen endlich NPCs und... Wo ist mein Messer? Da. Und andere Fraktionen. Ja, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, ne? Die Puppen müssen erst neu gemacht werden. Ja, die brauchen erstmal neue Texturen, damit die auch aussehen wie im 21. Jahrhundert. Die sind ja vollkommen aus der Zeit gefallen. Vor allem nächste Woche kommt Sons of the Forest raus. Das ist ja grafisch eine ganz andere Geschichte, ne? Also da hängt dann Scum schon arg hinterher. Ob sie es wollen oder nicht. Die müssen sich irgendwann damit befassen, auf die Unreal Engine 5 umzusteigen. Schon alleine wegen den Physikeffekten. Ist zwar eine Knochenarbeit, das zu implementieren. Aber dafür, die Unreal Engine macht vieles besser, was die Vorgängerversion hier, die 4, eben nicht kann. Oder schlechter kann. Deswegen, wenn man immer die Möglichkeit hat, auf was Moderneres, Besseres zu wechseln, warum soll ich am alten
Prinzip festhalten. Das ist was für Leute, die konservativ denken. Wenn es nach denen gehen würde, würde man immer noch mit der Pferdekutsche rumfahren. Bei Autos, das war ja früher ein Konzept, das wird sich nie durchsetzen. Naja, genau dieselben konservativen Lachsbirnen, die haben ja dann auch in den 90ern schon gesagt, das Internet, das ist nur ein Trend, das wird sich nicht durchsetzen. Es wird immer konservative Leute, Politiker, Denker geben, die immer in einer ganz anderen Zeit verhaftet sind. Wahrscheinlich hätten wir schon unsere fliegenden Autos und Hoverboards. Aber wir haben zu viel Konservativität. Keiner traut sich was. Es hat 100 Jahre funktioniert mit der Dampfmaschine. Warum sollten wir was Neues erfinden? Ja? Das ist Blödsinn, aber so ist das halt. Komm, gib mir ein Motorrad. Jetzt kommt die Autoteile, ne klar. Bei den Motorrädern muss man ja Räder sammeln. Ich glaube, derzeit sind es nur Räder. Ja? Eigentlich haben die ja auch eine Lichtmaschine und den ganzen Bums. Und auch unnützen Kram wie eine Bremse. Ja, die Dinger bremsen ja über eine Lehne. Hab's bei den alten Karren auch nie verstanden. Wozu bremsen? Der Knopf ist völlig überbewertet. Einfach Knopf runter vom Gas und dann bremst er von alleine. Ne? Das ist eben für die einfach gestrickten Spieler. Für die das ein bisschen zu viel Arbeit ist. Und hier haben wir ein Auto. Auto, du willst nicht fahren. Warum willst du nicht fahren? Ah ja. Ich habe eingegeben, 50% von den Karren sollen fahrbereit sein. Und jetzt steht das auf den scheiß Hügel, da kommst du ja wieder nicht hoch. Hier, wo ist denn hier Bumsen? Hier, Dingsen. Wieso geht denn das jetzt wieder nicht? Ich will pushen. Ja, genau, das will ich machen. So. Na, vorwärts. Bin gespannt, wann die anderen Fahrzeuge reinkommen. Und vor allen Dingen die Flugzeuge. Die Flugzeuge sind in der Server-Ini-Datei auch schon wieder drin. Ne? Es fehlen einige Fahrzeuge. Ne? Pickups und sowas. Die sind in der Server-Ini noch nicht drin. Aber die Flugzeuge, die habe ich da drin gesehen. Deswegen habe ich mal so den Verdacht, dass als nächstes ein Flugzeug kommt. Eins von den drei verschiedenen Arten da. Ich munkle. Das ist nicht so wie bei dem Tankgedöns, wo ich mir ganz sicher war, sondern ich munkle, weil ich es in der Server-Ini-Datei gesehen habe, dass die schon die Flugzeuge drin haben. Also, wie häufig die spawnen, wie viele spawnen. In der Server-Ini steht drin an zwei Spots. Und das sind ja die zwei Flughäfen. Und warum sollten sie das jetzt schon reinmachen, wenn sie nicht vorhaben, in der nächsten Zeit die Flugzeuge reinzubringen? Das ist die Frage. Ich wette, wenn du an der Neville Base bist, da gibt es ja auch eine Tankstelle, dass du dort irgendwas bezahlen musst. Jetzt ist Seil hier dran binden und die Karre hochziehen zum Händler. So, und das war's auch schon mit unserem Geschubse. Komm, in der Karre ist doch nicht drinne. Noch nicht mal Geld. Das war schön. Das war schön, wenn in den Schrottkörner wenigstens was drinne wäre. Vielleicht manchmal hier bisschen Benzin. Also so ein Kanisterbenzin, ne? Oder ein Erste-Hilfe-Set, was man ja in Autos hier so drinne hat, ne? Dass man hier halt auch in den Schrottkorn was findet. Weil in den ganz alten Schrottkorn, die hier gar nicht fahrbar sind, da findest du immer was, ne? Dietrische, Werkzeugkisten, Mundharmonika. Ich meine, du findest doch zwar einen Haufen Scheiße, aber du findest was. So, push. Das ist nervt. Ja, die Frage ist es mir das wert? Ach komm, ich habe da eigentlich mit 146.000 genug Geld, ich schiebe jetzt die Bucke da nicht hin. Wenn ich ein Auto verkaufe, dann fahrbereit ist. Ich wollte doch angeln gehen. Da denkt, oh, ich verarsche den, hä? Lass mich die ganze die Karre hier rumschieben. So, jetzt bin ich auch nicht so doof wie beim letzten Mal. Hui, halt an. Nicht. Hör doch beim ersten Mal, Mann. So, jetzt hau ich dich da rein hier. Wir haben genug Wolle. Wir haben Wolle zu Hause.
Am Arsch haben wir Wolle. Geh weg hier da. Da vorne sind Fische, ich will angeln. Komm rein mit der Karre. Was schön, hä? Oder? Bye bye, Kartoffelbrei. Und ein schönes neues Habitat für die Fischleins, die wir uns jetzt rausholen. Wenigstens sind nach dem Update meine ganzen anderen Kandis spawned, die hier seit Wochen brennend in der Stadt stehen. So rein mit unserem Käse. Ja, wir haben heute als Köder den SpongeBob. Der Käse im Wasser. Hallo Patrick, hallo Mrs. Puff. Kommt hier, nehmt den Käse. Am See wollte den Käse auch keiner haben. Was haben die für Prioritäten? Wir wissen wohl nicht, was Käse kostet heutzutage. Ja, da macht ihr einen übelsten Aufriss, und dann kommt hier wieder eine Sardine raus oder sowas. Jetzt machen wir Brot dran. Brot ist auch teuer. Außer Roggen, das geht noch. Aber Weizenbrot. Und Laubfisch. So, komm jetzt hier. Wo kommt denn das her? Aus der mittleren Schiene. So. Tja, ich würde ja mit dem Boot ein bisschen rausfahren. Da ist ja meine Chance auch nicht schlecht, ne? Weil draußen sind die fetten Fische, ne? Thunfisch und so. Oh, Fisch! Ah, das, siehst du? Jetzt, pass auf, jetzt ist wieder so ein kleiner Pöbelfisch. Eine Ölsardine! Die behalte ich schon aus rein Trotz. Aber ich mache aus dir einen Köder. Plopp. So, jetzt gehen wir zu dem Steg dahinter. Ja, ein Boot. Ich frage mich, wo das ist. Gestern Abend war es noch da. Bisschen Brot dazu. Mehr brauche ich nicht. Schön fetsche Finger und fetsche Fresse gehabt. So will ich das. Ist wie bei der Pizza. Wenn du da nicht die Schnute voller Fett hast, durch das Olivenöl, dann ist die Pizza scheiße. Hier, Dr. Oetker, hier, die belegten Kekse, das kannst du durch Pizza nennen. In Italien würden sie dich erschlagen, wenn du sowas verkaufen würdest. Deswegen verkauft Dr. Oetker in Italien kein Dr. Oetker Pizza. Weil die ganz strenge Vorgaben haben, was eine Pizza ist. Und das ist keine Pizza. Das ist belegter Keks. Die können keinen Teig machen. Die sind zu dumm dafür. Die wissen nicht, was Hefe ist. Ich auch gemerkt habe, bei der Markenpizza doppelt so teuer wie früher. Aber keine Kräuterbutter mehr drauf auf der Thunfischpizza und sowas. Keine roten Zwiebeln mehr. Womit rechtfertigen die da den höheren Preis, wenn sie was wegnehmen? Ist ja schon wie bei der Käsepackung, hä? Im Regal sieht die Käsepackung hier von dem eingepackten Käse, sieht die immer schön voll aus, hä? Aber wenn du mal ein bisschen schüttelst, siehst du erstmal, dass die Hälfte fehlt. Aber sind ja wir Verbraucher, die den ganzen Plastikmüll produzieren. Nicht die Hersteller, die hier solche Packungen machen, mit so wenig Inhalt. Wo 80% Luft drinne ist. Aber sind ja wir Verbraucher. Ja, nee, ist klar. Ursache und Wirkung, das ist das Thema. Aber wir pöbeln mal wieder an den Symptomen rum. Das ist genau so ein Schwachsinn wie das Plastiktütenverbot. Und, wo ist das Verbot? Das Plastiktütenverbot bezieht sich nur auf eine gewisse Dicke der Tüten. Also haben sie die Tüten einfach dicker gemacht. Das heißt, noch mehr Plastik. Genial. Du musst echt Politiker sein, um so hohl zu sein, hä? Um sowas durchzudrücken, hä? Genau so ein Blödsinn wie, ja, die Kaffeemaschine, die muss nach 15 Minuten ausgehen, nachdem der Kaffee durchgerödelt ist, wie meine Kaffeemaschine. Nach 15 Minuten geht die aus. Und was hab ich dann? Kalten Kaffee. Was machst? Kalten Kaffee wegkippen, neuen Kaffee machen, Kaffeemaschine läuft wieder. Wo spare ich da Strom? Im Gegenteil, ich muss ja noch mehr ausgeben, weil das noch einmal die Pumpe aktivieren muss vom Kaffee, von der Kaffeemaschine und noch einmal durchpumpen muss den Kaffee, beziehungsweise das Wasser. Wie dumm kann man sein? Als Politiker. Sind das Leute, die den ganzen Tag hier bloß veganen Ölsaft trinken oder was? Die haben das Prinzip, die verstehen gar kein Prinzip. Von nicht. Plastiktütenverbot mit 0,2 Millimeter Dicke. Ja, da machen wir 0,4 Millimeter. Da sind die Tüten halt dicker, dann verbrauchen wir noch mehr Plastik. Voll genial. Wieso will ja kein Fisch anbeißen? Das haben die gegen meine stinkische Sardine. Sardine. Ach so, ich wollte ja mal gucken wegen den Handabschürfungen. Hey, ich laber und laber. Können wir jetzt zu keinem Kern.
Ja, Polizeistation. Da sind ja immer irgendwelche Mobbies. Das bin ich ja jetzt hier. Warte mal, hier in der Küche sind irgendwann schon welche. Guck dir an, wie schön sauber die Küche aussieht, hä? Oder ist es Fett? Schmeckt. Der Boden schmeckt bestimmt, wenn da Fett drauf ist, besser wie so eine Dr. Oetker Pizza. Aber sogar Scheuerlappen schmeckt besser als das. So. Hab's schon gesehen. Hier, komm mal her, hier, mein kleiner Du. Die sind so leise, wie immer. Halt, warte. Moment, ich glaube, ich muss mal raus. Ich hab meine Handschuhe an. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, gib mir halt doch mal zu mir. Jetzt blühst du wieder, du schläfst, Mann. Die wollen doch an dem. Jetzt. Schnell. Handschuhe. Blöp. Ja, das war's mal wert. Jetzt haben wir da einfach. Jetzt müsst ihr doch bald mal anfangen rumzumeckern. Ja. Muss doch wehtun. Jetzt hat er hier ein Kämimimi, hä? Ja, auf dem Map wollte ich nicht gucken. Ja, blutende Verletzung. Ja, komm hier, da können wir mal hier. Ich glaube, die haben auch wieder. Also entweder war es Zufall, weil ich hatte gestern eine Infektion gehabt, wo mich ein Pipi gehauen hat. Ich könnte jetzt natürlich auch zwei Lappen nehmen und damit wäre die C1-Verletzung sofort geheilt. Aber ich brauche Medizinskill. Und wenn ich jetzt zwei Lappen nehme, verbinde ich nur einmal und bekomme weniger Skillpunkte. Ne? Deswegen, ich muss den Medizinskill mal ein bisschen hoch pushen. Eine Gassi Mask. Und das in der Nähe vom Händler. Ich bin entzückt. So, dann machen wir mal das Schlüttgriff. Ja, dann haben wir auch wieder Platz. Weniger Schraubendreher, weniger Friedfische. Ich verstehe nicht, was mit der Angel heute Phase ist. Variabel sind die hier nicht, hä? Bei mir steht es. Als Maule hier, pläke nicht so rum, du Almer. Obwohl ich mein Gewehr nicht mit habe, obwohl das wird mir auch nicht nützen. Wie sieht's aus, Kinder? Machen wir heute noch einen Bunker? Das wird dann wieder eine längere Folge, hä? Aber wenn hier die Fische nicht beißen wollen. Okay, also Handabschürfung hab ich ja keine. Ah, wie er mir Arsch gibt. Ja, tut mir leid. Guck dir diese verpixelte Scheiße an. Das ist wie so 80er Jahre Porno, hä, mit Pickelärschen. Ah, ja, es kommt davon, hä, wenn man zu oft. Naja, egal. Bevor ich mich jetzt verzettle. Deswegen haben sie bei den 80er und 70er Jahre Softpornos hier Emanuel. Das lief ja dann so immer so gegen, na, kurz nach Sandmann. Deswegen hatten die sind immer mit Klamotten aufeinander rumgerutscht, hä? Das war eigentlich fast immer ein Trockenfick. Oder ich hab gerade verkehrten Folgen geguckt, hä? Aber er hat ihn nie reingesteckt, das hast du gesehen. Die Typen hatten nie ein Knüppel. Das war immer hier wie eine Salami, die drei Tage in der Sonne lag. Mehr kam da nicht. Kein Ruf nach dem Taschentuch. Nee, das war nicht. Nee. Schmöchen, als junger Mensch. Du Horst. Aber wenn ich heute so dann die Pickelärsche angeguckt habe. Von den Typen. Ne. Und dann die Frauen, hä? Mit den Locken hier, diese Dauerwelle. Und ne. Da siehst du aus wie ein Pudelarsch. Ja, sorry, ne. Oh, ein MP5K. Ja, toll, jetzt haben wir hier wieder ein Platzproblem. Ja, man bräuchte ein Auto, jetzt echt die Gurke. Alleine durch das Platzproblem werde ich nicht verhungern. Ich würde ja gerne mal angeln, aber hier, ne, die Arschlochfische haben ja irgendwie kein Hunger heute. Ja, immer Waffen und Magazine getrennt voneinander aufbewahren. Welchen Sinn auch immer das haben soll. Wahrscheinlich damit der Dieb dann oder der Nachwuchs halt dann vom Schlafzimmer ins Arbeitszimmer gehen muss. Als ob man irgendwie zu blöd ist und das nicht so zusammenbasteln kann dann. Aber naja, was weiß ich schon. Ja, und man kann ja auch inzwischen Granaten an Wände kleben. Und die scheinen auch ganz schön viel Schaden zu machen an der Base. Das ist natürlich übel. Kann man vom Granatwerfer nicht behaupten, hä? Ja,
jetzt kommt der Schraubendreher. Und Geld. Ja, in der Garage? Geld. So. Ich versuche jetzt noch einmal zu angeln. So, und dann guck ich mal, wo ist denn hier das Bunker? Der Fisch bleibt da zum Glück bis in alle Ewigkeit da dran. Vielleicht muss der auch erstmal stinken. Ich habe immer Glück, wenn ich jetzt eine Kippe mache, dass dann was anbeißt, ne? Und ich dann hier der Hälfte vom Tabak aus Panik verkippe. Ich nicht, weil ich ganz schnell ans Mausrädchen muss. So, jetzt kommen wir richtig rein ins Blaue. Jetzt möchte ich aber endlich mal was hier haben. Kann doch nicht Sinn. Ich nehme extra die Angel mit. Dann kommt draußen Ölsardine, die kann ich auch in der Dose finden. Ich habe hier noch nie einen Thunfisch rausgezerrt. Wahrscheinlich muss ich da ein Stahlseil nehmen als Leine. Warum wollt ihr nicht? Oh, jetzt. Oh ja, jetzt hab ich was Fettes. Oh ja. Das klingt wie Frühs, wenn ich versuche, mit der Hose anzuziehen, hä? Bemüht. Meine Praktikumsbewertung. Aber bemüht. Ja, schon der Fisch ist es. Ja, komm hier, sag mal. Ha, verarscht. Hast gedacht, ich geb dir Leine, hä? Ja, scheißchen. Jetzt geht's nicht zurück zur Mutti. Komm, Nemo. Du hast mir gut munden. Eine Zahnbrasse. 8,6 Kilo, 97 Zentimeter. Nehmen wir. Oh, wie lieblos der den Fisch weghaut. Na, den musst du doch eigentlich in der Hand nehmen, kann er den Fisch nicht. Ich glaube, der Fisch wiegt zu viel. 8 Kilo. Aber pass auf dann. Mensch, nimm doch mal den Fisch. Jetzt muss ich ja wieder umräumen, weil die Jacke keinen Fisch trägt. Das Blöde ist, egal wie schwer der Fisch ist, wenn du den jetzt zerschnippelst und brätst, kommt da nicht viel bei rum. Mal gucken. Das, bei hier im Warmen habe ich keinen Bock hier, den Fisch mit mir rumzuschleppen, hä? Guck dir das an. Fast 9 Kilo schwerer Fisch und ich bekomme 400 Gramm Fischfleisch raus. Der hat sehr schwere Knochen anscheinend, oder so. Gräten. Sei Käse! Ja, mit Käse haben wir geangelt. Ich glaube, die hat auch SpongeBob geschmeckt. Hat ja nicht viel gebracht, ne? Aber du bist wenigstens nicht hungrig gestorben. So, jetzt kommt das erstmal ja nein alles. Also die Handabschürfung scheint sich in Grenzen zu halten, ne? Aber gestern war das schlimm. So, jetzt können wir uns erst mal die Höschen waschen. Wir riechen ja dezent nach Fisch. So, Vorsicht. Dass der reinfällt. So, Schlipper. Oh, 100% AA. Oder was ist ich hier? Bremsspuren. Ob grob oder fein. Die mit der Bremsspur muss es sein, ne? Es gibt ja Spiele, wenn du ins Wasser springst, macht der automatisch einen Körper. Hier nicht. Hier fällt er wie ein nasser Sack rein. Und so schwimmt er dann auch. Wenn er einen nassen Sack auf hat. So, ich glaube, ich muss dann nochmal auf die interaktive Map gucken. Karte. B4. Bunker. Genau. Da ist wirklich ein Bunker. Da ist ein WK2 Bunker. Ja, dann. So, aber wir fahren mal hin. Wird schon mal lallen. Da müssen wir da überhaupt lang fahren. Ach Gott, da müssen wir doch da hoch. Na, wir kriegen das schon hin. So. Was ich scheiße finde, weil wo das vorhin dunkel war, ne, da wollte ich mich ja eigentlich reinsetzen. Und dann hier hintersetzen und chillen. Jetzt hat er die Türe aber offen, der macht sie ja nur zu, wenn er fährt. Also muss ich erst immer ein Stückchen vorwärts fahren. Wenn er fährt. So. Naja, gerade der ganz coole, ne? In der Fahrt macht man ja die Türen zu. Sicherheit geht vor und so.
Jetzt kann er sich erst hintersetzen. Ja, jetzt ist die Tür zu. Ich muss man nicht verstehen. Aber was auch nicht schlecht ist, wenn ich jetzt hier Shift und F drücke, steigt der aus und lässt den Motor laufen. Ich weiß nicht, ob das Benzin verbraucht. Ich habe es gestern mal so 10 Minuten laufen lassen. Benzin war nur unten. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal schnell eine Tankstelle klären will und sowas, ne? Aussteigen einfach. Türe kann man natürlich noch zumachen. Oder nicht? Ja, wir können ja dann auch wieder tanken. Das machen wir ja immer so gerne so zum Abschluss einer Session. Und dann müssen wir wieder Geld bezahlen. Aber zum Glück haben wir ja in der Garage ein bisschen Cash gefunden. Das dürfte kein Problem sein. Nee. Och nö. Bei zwei. Ups. Ich wollte doch nur... Oh! Ich hab ausgestiegen über der Mimimi. Kann man leiden, ja. Jammer nicht so rum. Ich wollte ja eigentlich bloß gucken, ob es hier ein Motorrad gibt oder noch ein zweites Rad. Weil ich habe doch das Glück, wenn ich ein Motorrad finde, fehlen alle beide Räder. Man kennt es. Ja, hier drin so geht's. Gut. Ich gucke jetzt bloß mal oberflächlich nach einem Motorrad. Motorrad. Die Wissenschaft ist sich nicht einig, wie nennen wir es bloß. Manchmal verstecken die sich ja auch hinter Garagen und so, nicht in Garagen. Was ist hier drin? Ein Einsatzrock. Ja. Können wir ja eigentlich theoretischerweise mal mitnehmen. Oh, wie trägt denn der den? Oh, wie der den rumschlenkert, als ob es die Tageszeitung ist. Glaubfisch. Ne, das nehme ich nicht ernst. Das kann ich nicht ernst nehmen. Es tut mir echt leid, ja. Ne. Ich bin vollbacke, da stänkert er den Öse rum, hä? Ne, das geht überhaupt nicht. Aber ein Fisch in der Hand tragen, da hört's auf. Das ist dem wieder zu schwer oder glitschig oder keine Ahnung. Was für ein Lauch. Ich brauche dann immer von jeder Karre eine Sache, ne? Also ein Motorrad, ein Auto, ein Flugzeug. Soon TM. Trademark. Bin öppig bescheuert, ich renne mit dem Rucksack am Auto vorbei. Meine Fresse. Oh, wird das so Buschfunk. Ja, hier, pass mal auf meinen Rucksack auf. Ich markiere jetzt den Rucksack mit deiner Leiche. So, haben wir hier was zum Abernten? Ja, Hundeblumen. Für den Kuchenteig benötigen Sie einen 3/4 Liter Milch. Oder für die Leute aus dem Westen einen 1/4 Vorliter Milch. Naja, entweder man kann es oder man kann es nicht. Guckt ihr das an und die Koche ist komplett? Man munkelt. Und hier ist sogar noch Dünger. Sieht aus wie ein aufgedunsener Wascherleicher. Und? Du wirst ja mit Geld beworfen, das ist ja nicht falsch. Sieht aus, als ob das Ding eine Platten hat. Drive. Es ist alles dabei. 100%. Sprit drinne. Mir ist nicht kalt. Batterie ist aufgeladen. Ja, leck mich doch am Krüstchen. Yay! Und das ist gar nicht mal so weit weg von meiner Base. Ich komme nicht raus. Wieso? Fahr! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Oh, ein Kickstart! Geil! Ich hab mich nicht. Das wäre ich, ne? Da wollte ich nur den Kickstart machen, ne? Der kleine Otto. Die Karre lasse ich jetzt hier stehen. Die stellen wir jetzt hier mal unter. Ich komme dann über raus hier, ne? Gut. Oh, guck ich das Rad, wie es rennt. Ach so, wir hängen wohl in der Luft. Ne, das kann ich sehen. Hä?
Ich muss nicht alles verstehen, ja? Die Physik sowieso nicht. Das funktioniert sowieso nie. Die Karre lasse ich jetzt hier stehen. Da weiß ich aber hier auch, wo es ist. Man munkelt. Das heißt, ich muss dann meine Karre erstmal hier hochbringen. Oder dort hoch. Habe ich nicht so weit. Dann lade ich wieder hier runter, dann hole ich das Motorrad später ab. Aber erstmal geht's hier in den Bunker. Ja. Ja, das läuft doch. Server-INI gelöscht. Warte mal. Kann man die Karre aufbocken? Weil wenn man da ein Rad dran basteln muss, dann muss man es da auch aufbocken können, hä? Das muss ich jetzt nochmal gucken. Enter. Wagenheber am Fahrzeug montieren. Ja. Das funktioniert. Famöschen. So, was beenden. Läuft. Ja, in den Wagenheber regelrecht in die Gusche drückt, hä? Oh, kalt. Er macht doch die Tür vom Auto zu. Ja, dann ist dir nicht kalt. Ja, wie wär's das? Wenn man es wenigstens optional machen könnte, weißt du, dass du jetzt, was weiß ich, S drückst oder irgendwie ein Knopf, dass er die Tür zumacht. Ja, das wäre wahrscheinlich wieder zu kompliziert. Sehr schön, wir haben ein Motorrad. Und Papa hat Käfig dazu bezahlt. Arm Schlucker. So, sind wir richtig? Muss man merken, hier die Bude. Das Dorfkind in mir zuckt nur mit den Schultern. Da ist doch ein Ding in der Stadt. Ah. Scheiße, doch, den Bunker kenne ich. Das ist so ein Arschloch-Bunker. Der Bot bewegt sich so behindert. Der Eingang sieht sehr einladend aus. Vor allem mit dem Sprengbübchen da dran. Ja. Ich sag doch ein Arschloch-Bunker. Es geht ja schön los. Haben wir Knackwerkzeug überhaupt dabei? Friedfische? Schraubendreher? Ja. Aber wir haben ein bisschen zu wenig Schraubendreher. Scheiße. Oh, da drin ist irgendwas. Hier, guck hier, da, die ist doch kalt. Geh weg. So, jetzt müssen wir erstmal die Sprengpuppe wegballern hier. Jetzt haben wir ja gar keine Ruhe. Oh, gehatschottet, das war jetzt nicht so geil. Ja, guck, wie der Bot noch geguckt. Muss ich da nicht. Ich nehme jetzt die Hand trotzdem mit. Nee, nehme ich nicht. Da muss ich das Magazin einpacken. Jetzt bin ich mit dem Scharfschützengewehr da drin. Das bringt aber nicht so Käse. So. Jetzt muss man warten, bis der Bumm macht. Hoffentlich das der Ähnliche. Der läuft richtig scheiße. Jetzt hat er Bumm gemacht. Ist da noch eine drin? Ja. Ich glaube, wir nehmen die Büsche als Hilfe. Der läuft so scheiße. Da macht er auch noch eine Pause dort, hä? Ich weiß, was wir lachen. Ja, ja, der Bunker hier ist schon für die größeren Jungs, ne? Und Mädchen. Timing ist alles. So, 5 Schüsse. Oh! 2 Schüsse. So schnell. Alter.
für die größeren Jungs. Ein Mädchen. Diese grünen Truhen. Eine Enttäuschung. Wie mein Kontostand. Also hier, ne? 146.000. Aber ich brauche viel mehr. Ja, ja, Carbon Hunter. Ich weiß, du willst, dass ich die Carbon Hunter mit reinnehme. Macht aber nicht. Oh ja, mumpeln. Oh ja, mumpeln. Ah, habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diese Grünkistchen liebe. Weil nicht, wenn es gut ist. Ja. Ach ja. So, zwei Schüsse. Ach, das ist so eine Klitsche. Okay, da gehen wir hoch. Alter, wie viele Springer sind hier? Die haben die erhöht irgendwie, hä? Kann das sein? Den Verdacht hat man ja gestern schon mal gehabt. Mehr Spieler. Ich meine, gut, auf dem Server sind die Puppen allgemein ein bisschen höher eingestellt, ne? Aber hier, wie ich das so sehe, auch vorne in dem kleinen Kaff. Aber mir gefällt's. Ich meine, wenn du einen Server hast, wo du den Loot erhöhst, dann macht's ja auch Sinn, wenn du automatisch dann halt auch die Puppen erhöhst, ne? Weil mehr Loot bedeutet mehr Munition, mehr Waffen. Und die brauchst du ja auch, weil du mehr Puppis hast. Wenn du hier auf dem Server nur 5 Puppen hast, was willst du denn dann mit 3 Schränken voller Waffen und Muni? Das ist doch Blödsinn. Das ist schon lohnt. Wieso tickt das nicht mehr? Ist da in die Ecke gelaufen? Ja, Mensch, musst du machen. Vorsicht ist besser als... Ja, es war der vorletzte Schisslöwe. Boah, sind das fucking voller Bunker. Wenn ich das da Sprenger zu der Ecke gehüpft kommt. Hier ist über da einer, hä? Pass auf. Na, Scheißchen. Ich mach's wenigstens nicht wie in den albernen Horrorfilmen. Wo sie Geräusch hören und dann in Zeitlupe die Treppen hochgehen. Als ob sie das noch nie gemacht haben. Ein Käse. 3 Jahre schon geht er schneller Treppe hoch als dann hier so eine Uschi. Also wenn ich ein Geräusch aus dem Schlafzimmer höre, gehe ich da nicht hin. Die sind so leise. Blöde Kuh. Vor allem der Sprenger, hä? Ist das jetzt schon explodiert? Ich komm nicht mal mit. Fädchen brauchen wir nicht. Im Augenblick nicht. Und dann, wenn ich es brauche, gibt mir das Spiel kein Fädchen mehr. Ich kenne das doch. So, jetzt mal. Noch ein Alter! Alter! Ich brauche echt mal ein Gewehr. Da kommst du mal vor, du fette Sau. Scheiße. Dass die immer mit den Pföten da drin hängen bleiben. Ja. Schöner Durchstopper, hä? Den will ich auch. Das findest du im Baumarkt nicht. Du Fisch. Halb das rein, tja. Das ist jetzt eine andere Geschichte. So, jetzt erstmal unseren Fisch. Jetzt hab ich genug über Fische geredet, hä? Wir kriegen Schmusas. Wie viele Puppen das sind? Das ist auf jeden Fall nicht normal. Die haben die Puppen hochgestellt. Oder so verteilt, dass sie... Also du hast hier standardmäßig 64 Puppen in the world. Steht da bei der INI-Datei, ne? 64. Die können in dem ganzen Quadranten sein, wo du auch bist, ne? Dann gibt's noch innerhalb und außerhalb jeweils 64. Und vielleicht haben sie es jetzt so gemacht, dass sie das zentriert haben, dass die halt nur wirklich auch dort sind, wo du bist. Weil das andere wäre sowieso Blödsinn. So raus. Was nützt mir das, wenn die Puppe 200 Meter weiter rumsteht? Oder sich rumgägt? Boah, ey, verläufst du dich wieder in den Kackbunker. Oh, da ist ein Geist, hä? Ach, kann ich einen Knopf treffen, das ist erstmal eine Kunst. Oh, guck mal.
Hä, ist die schon tot? Ach ja, der Sprenger ist explodiert. Der war hier. Hüllol. So, gibt's hier Armory oder sowas? Ich frage mich, wo meine ganzen Schraubendreher sind. Ja, komisch. Armory! Siehst du, ich muss das nur erwähnen, hä? Und schon ist es da. Schnell extra für mich hin. Programmiert. Gamepires. Noch mehr Höschen. Was hab ich denn für einen an? Ja, komm, jetzt nehme ich die mit. AWP. Ich hab ne AWP. Ich hab 5 AWPs. Aber SVD Stahldämpfer, der ist schön. Den nehmen wir mit. Nur eine SVD, die hab ich hier noch nicht. Ich glaube, da hab ich im Airdrop die besten Chancen. So. Schraubendreher, das ist jetzt so das Thema. Ich glaube nicht, dass die reichen hier. Ich habe jetzt, wow, 8 Schraubendreher hab ich noch. Und jetzt müssen wir die Friedfische machen. Und noch eine AWP-Snake. Ah, die wird da hinterher geworfen. Ah, das AWM finde ich nicht. Gibt es das bloß noch beim Händler oder was ist hier Phase? Hier gibt's keins. Aber hier ist ja ein Schrank. Und ich glaube, in dem Schrank, ich habe ja eh keinen Schraubendreher. Ich glaube, in dem Schrank könnte sogar so ein Anzug sein. Ja. Ist denn hier rum? Nägel. Ich wurde nie genagelt. Ein Schraubendreher. Ja, das ist hier, das Lockmittel. Nee, ich glaube nicht, dass es einer mit so einem Schrank ist, hä? Oder? Nee, das sieht anders aus. Egal, ich gucke eh nicht rein. Batterie? Batterie? Schmerztabletten. Wir haben keine Schmerzen. Wir haben Zustände. Oh, warte mal, hier ist ein Militärshirt. Die Militärshirts, die gehen so schnell kaputt und sehen so schnell scheiße aus durch diese Flicken. Die tausche ich dann auch gerne mal aus hier. Komm hier. Jetzt hab ich das auch genäht, das ist Blödsinn. Egal. Welches Wort? Achso, das ist meins. Das ist das Frische. Meine Geldkarte, nicht wahr? Die brauchen wir. So, da sind wir reingekommen. Aber da waren wir dann. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Geh mal rum. Ich glaube, jetzt ist kein Sprenger mehr hier. Sag's jetzt. Hier waren wir schon. Okay, dann sind wir. Da geht's hier raus. Ja, scheiße. Wo ist der Bot? Jetzt sehe ich den hier nicht. Das sollte uns ja nicht sehen, hä? Oh! Die Puppe allerdings schon! Die ist ganz aufgeregt. Das hatte ich nicht im Plan. Und das ist der Bot. Wenn ich jetzt schieße, guckt der Bot her. So, das ist jetzt natürlich ein Scheißchen gewesen. Gucke hier, Armabschürfung. Jetzt jagen wir da rum da unten hier. Wenn man sich nicht bewegen, hä? Die Unterarme. Die klinkern. Da hätte ich nur die Schmerztablette mitgenommen. So ein Scheiß! Das kommt jetzt natürlich wieder zur besten Zeit, hä? Gesundheit, 0,1% Damage. Die Soldaten müssen sowas stundenlang machen, die müssen gar keine Arme mehr haben. Was ist denn das da unten überhaupt? Ja, guck mal, das Ding geht da auch auf. Was ist das? Oh, ja, bloß gut, dass ich rausgehupt bin. Oh, du wächst das Baby. Das betrunkene Baby. Das Baby. Mit einer MG auf der Schulter. Oh, warte, renne. Ach, Opa, renne doch mal. Oh, der rennt nicht.
Tschüss. Ja, rausgekommen, das ist das Mädchen hier wieder, ne? Furchtbar Loch im Zaun. Das war ja Pups einfach. Ich hab gar nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. So. Triefe? Sprach die Griefe? Jetzt geht's ab ins Görbchen. Das ist ein bisschen menschlich. So, jetzt hätte ich mich wieder mal hin müssen. Ja, dann. Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Jetzt müssen wir durch den Busch. Genau, das ist alles geplant. Die Straße hin. Wir müssen uns links halten. Warum fahren wir nach rechts? Das ist die Frage. Da! Ja, das war doch heute alles in allem ein sehr produktiver Tag, ne? Wir haben geangelt, wir haben ein Motorrad gefunden, das ich mir später noch holen werde. Das könnten wir vielleicht im nächsten Video machen. Weil zu Fuß, das ist ja immer so eine abenteuerliche Geschichte, ne? Da nehme ich aber diesmal das Handwerkgedöns mit. Vielleicht finden wir unterwegs dann noch ein bisschen Fleisch, ne? Ja, jetzt muss ich erst mal gucken, wo wir sind. Ja, das wäre so ein Querfeldein-Geschichtchen, ne? Ich würde mal sagen, da fahre ich jetzt bis zur Kreuzung, weil meine Base ist ja dann gleich an der Straße. Also in der Nähe von der Straße, die Base. Base ist auch ein altdeutscher Begriff für Tante. Abgeleitet von Base. Basis. Sei gleich, natürlich. So. Jetzt die Straße hier hochfahren, komme ich dann eigentlich auch zu meiner Base, zu meiner Tante. So. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.